Leidest du auch unter Migräne oder Spannungskopfschmerzen? Dann pass genau auf, denn jetzt habe ich für dich einen Lösungsansatz, der bei uns in der Praxis wahre Wunder wirkt. Du kannst mit der Massagepistole und unserem Daumentherapeutenaufsatz verschiedene Druckpunkte triggern und dadurch für Entspannung in der Muskulatur und mehr Durchblutung sorgen. Du kannst natürlich diese Abfolge auch präventiv machen, damit die Spannungskopfschmerzen und die Migräne gar nicht erst so häufig auftauchen. Wichtig ist dabei auch zu beachten, immer sanft zu beginnen. Deswegen hast du bei unserer Massagepistole auch 20 verschiedene Einstellungen. Und ich würde dir raten, mit der Stufe 1 gerade in diesem sensiblen Bereich zu beginnen. Schalte die Maschine ein, geh auf Stufe 1 und beginne nun sanft den Schulterblattheber-Ansatz zu massieren. Den findest du, indem du mit deiner Hand nach innen streichst, an dem Knochen entlang, und dort, wo der schmerzhafteste Punkt ist, bist du genau richtig. Geh nun mit deinem Daumenaufsatz auf diesen Punkt, gebe den Kopf leicht in die Dehnung nach links und massiere bzw. triggere mit der Gun diesen Punkt für 1 bis 2 Minuten. Das gleiche machst du auf der anderen Seite. Der Punkt 2 ist dein Kiefergelenksmuskel, dein Kaumuskel, der Masseter. Um den zu finden, geh an dein Jochbein, rutsch nach unten in die Kuhle und dort, wenn du die Zähne zusammenbeißt, findest du den Muskel. Lass ganz locker und geh nun ganz sanft auf die Muskulatur und massiere den Muskel kreisförmig oder im Verlauf von oben nach unten, um ihn in 1 bis 2 Minuten sanft zu entspannen. Das gleiche wiederhole auf der anderen Seite. Wenn dir das unangenehm ist, weil du gerade in einer Migräne bist, dann kannst du das Ganze auch einfach nur als Druckpunktmassage anwenden, indem du ganz sanft mit dem Aufsatz den Muskel mobilisierst bzw. massierst. Der dritte Punkt ist deine suboccipitale Muskulatur, die häufig durch Verspannung auch zu Migräne und zu Spannungskopfschmerzen führen kann. Auch hier gilt, wenn du ganz sanft vorgehen möchtest, geh einfach unterhalb deiner Knochenschuppe an die Muskulatur und drück dir mit dem Daumenaufsatz ganz sanft in den Muskel und bleib für 1 bis 2 Minuten auf dieser Stelle. Das gleiche wiederholst du auf der anderen Seite. Wenn du präventiv arbeitest, kannst du auch gerne mit der Stufe 1 diese Punkte sanft kreisend behandeln. Auch hier immer wieder darauf achten, dass ihr sanft vorgeht und vor allem auch nicht auf den Knochen kommt. Den letzten Punkt kennt ihr vielleicht schon als Triggerpunkt, bei dem ihr mit eurem Daumen der Gegenhand zwischen Daumen und Zeigefingerkuhle tief in die Weichteile geht und einen Schmerzpunkt sucht und den dann 1 bis 2 Minuten haltet. Das könnt ihr machen, wenn ihr keine Massagegun dabei habt, aber noch viel leichter und effektiver ist es, wenn ihr mit unserem Daumenaufsatz entweder auch hier, ohne die Maschine anzuschalten, hineindrückt und noch verstärkend, auch hier mit der Stufe 1, richtig schön in die Tiefe massiert und die Muskulatur entspannt und den Triggerpunkt auflöst. Diese 4 Punkte zusammen angewendet, jeweils 1 bis 2 Minuten pro Seite, können eure Spannungskopfschmerzen lindern bzw. sie vielleicht gar nicht erst entstehen lassen. Meine andere Wunderwaffe ist unser Akupressurset, weil hier könnt ihr, vor allem wenn gar nichts mehr geht, wahre Wunder bewirken, indem ihr nur auf dem Kopfkissen liegt. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Zum einen habt ihr durch diese Fingertherapeutenspitzen, auf denen ihr eure Muskulatur auflegen könnt, eine Stimulation der Muskulatur, damit sie entspannt, eine Mehrdurchblutung im Kopfbereich, aber auch eure neurologischen Schmerznerven werden unterdrückt, weil die Akupressurspitzen schneller zum Gehirn leiten als eure Schmerznerven. Das kann wahre Wunder bewirken bzw. euren Körper entspannen und euch Linderung verschaffen. Wenn ihr nur mit dem Kissen arbeiten wollt, dann bietet es sich an, zum einen die Masseter-Muskulatur, die ich vorher schon mit der Massagegun bearbeitet habe, zu entspannen, indem ihr einfach nur auf dem Kissen liegt. Bleibt hier 5 Minuten auf der einen Seite und dann 5 Minuten auf der anderen Seite liegen. Im Anschluss
Versuchte eure tiefe Nackenmuskulatur, aber auch die Muskeln, die in die Kopffaszien ziehen, zu entspannen, indem ihr in Rückenlage oder in der Position, in der es für euch gerade noch akzeptabel ist, den Kopf entspannt in das Kissen ablegt und vielleicht sogar sanft von rechts nach links den Kopf wippt. Eine dritte, für mich wunderbare Möglichkeit, um den Kopf zu entspannen, ist, auch wenn es lustig aussieht, einfach die Kopfhaut zu entspannen, wenn ihr das Kissen auf den Kopf nehmt und für 1 bis 2 Minuten Druck auf den Kopf ausübt. Das alleine wirkt natürlich schon wunderbar, aber ich empfehle immer die Kombination mit der Matte, die natürlich eh schon mit dabei ist. Hier könnt ihr euch ganz entspannt in Rückenlage ablegen, euren Kopf auf das Kissen, macht euch entspannte Musik an und durch die Entspannung an der Wirbelsäule bzw. auch an den Nerven, den vegetativen Nerven, die hier entlang laufen, habt ihr einen wunderbaren Ausgleich für euren Körper, aber auch für euren Geist und dadurch kommt ihr schneller wieder in die Balance. Wenn du noch weitere Fragen zum Thema Migräne oder Spannungskopfschmerzen hast, schreib sie in die Kommentare, hinterlass uns ein Like und abonniere unseren Kanal. Hier Shopping entertains.